Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy hier auf meinem Kanal. Jawohl. Wir fahren weiter in der Hauptserie fort und da wollen wir mit Amit sprechen, um die Kobold-Mission zu machen. Da er Goldokok spricht oder wie das sich schimpft. Hallo Amit. Hast du nicht mal erwähnt, dass du Koboldogak sprichst? Habe ich. Koboldogak. Ich meine, tue ich. Sprechen. Hat das was mit dem Kobold zu tun, mit dem ich dich in Hogsmeade gesehen habe? Genau. Er heißt Lodgok. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Er wartet bei einer Koboldmine auf mich. Wärst du bereit zu helfen? Natürlich. Wie aufregend. Ich meine, nun ja, kann das gefährlich werden? Ich glaube, er will mir bloß etwas zeigen, das mit Koboldogak zu tun hat. Er ist ein Freund von Sirona, wenn das hilft. Das ist gut zu wissen. Wenn Sirona ihm vertraut, fühle ich mich gleich viel besser. Mhm. Du sagtest, du sprichst Koboldogak. Aber wie gut. Ich lese Koboldogak schon seit ich klein bin. Meine Eltern haben eine umfangreiche Bibliothek. Als ich von den Klassikern genug hatte, habe ich Koboldwerke verschlungen. Ich würde dir ja ein paar Titel nennen, aber die würdest du nicht verstehen. Mhm. Danke, Ned. Hast du je direkt mit einem Kobold gesprochen? Tatsächlich nie. Ich bin ja so gespannt darauf. Ein echtes Gespräch in Koboldogak mit einem Muttersprachler. Ich kann es kaum erwarten, subtile Aussprachen und Klänge bestätigt zu bekommen, die mir vielleicht entgangen sind, so als Autodidakt. Lodgok wartet schon. Wollen wir? Sofort. Ich wollte nur kurz die Aussprache von ein paar Begriffen überprüfen. Wir sehen uns dort. Jo, wo ist denn der Eingang? Irgendwo in der Welt. Tiefer. Ganz tief. Da habe ich noch nichts geöffnet, ne? Dann reisen wir hier hin. Und von da aus dann zurück. Sieht interessant aus. Huch. Fast alle in meiner Familie haben mal in den Minen geschuftet. Ich glaube, da sind wir verkehrt gelandet. Da müssen wir nicht hin. Dann lieber dahin. Da müssen wir aus der Mine nämlich wieder raus. Das ist fies. Das war ein Reisefehler. Falsche Route. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Flieg! Zeit für etwas mehr Tempo! Nein. Los! So, da können wir gleich. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich. Den Schnellreisepunkt aktivieren. Sieht alles so klasse aus hier gemacht. Also ich finde es begeisternd. Wo ist er denn? Da versteckt er sich.
Ein Freund der Kobolde Gag spricht, wird uns hier treffen. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen, warum wir hier sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Erdcott of Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte. Sie sagten, er würde ihr Zerwürfnis beenden. Und da dachten Sie nicht, dass er so reagieren könnte? Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Verdammter Bragbor mit seinen Büchern! Bragbor? Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Okay. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Bragbor besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Bragbor für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnisse? Große magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall. Renrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit 5 Namen aus den Büchern zusammenhingen. Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morgannac und Rookwood. Schloss Rookwood? Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Renrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Ha, nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen. Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut. Renrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die die Zauberer für sich behalten wollten. Er war, ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch... Da kommt mein Freund Ahmed. Am besten besprechen wir das später weiter. Ich grüße Sie, Lodgok. Es ist mir eine Ehre. Sie sprechen Koboldogak? Oh, Bagaleo. Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldogak sein sollte. Ich, nun tja. Vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht ein anderer Dialekt? Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich schätze, dass Sie Koboldogak besser lesen, als Sie es sprechen können. Das kann ich, Sir Lodgok. Nur Lodgok? Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mit Ihnen kommen kann. Was für schriftliche Pläne? Und warum können Sie nicht mit? Wir brauchen einen Hinweis auf Renrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen. Und ich kann nicht mitkommen, weil Renrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Was müssen wir noch über die verzauberte Tür wissen? Die Tür bleibt verschlossen, solange das Auge sie sieht. Sie beide müssen unsichtbar sein, um hineinzugelangen. Nach allem, was ich über Zauberermagie weiß, sollte das nicht zu schwer sein. Ahmed und ich schaffen das. Ich warte auf Ihre Rückkehr. Dann also bis bald. Ja, wir machen die ganze Arbeit, jawohl. Diese Tür beobachtet uns. Ach, da geht's schon los. Okay. Ja, wir wollen ja nicht gesehen werden, oder? Ach so, da müssen wir noch den Zauber umändern. Huh?
Boah, ich bin schon ganz gespannt. Ich bereite zu wenig auf die Wirklichkeit vor. Eine echte Koboldmine. So groß, wie ich sie nie erträumt. Ich habe einen echten Kobold getroffen. Sehen wir uns um und dann verschwinden wir. Diesen Aufzug an. Eine Arbeit für so ein schlichtes Gerät. Davon mal abgesehen, ist es der einzige Weg, um weiterzukommen. Hier Gänge an, die gar nicht vorhanden sind. Ziemlich versperrt aus. Ich habe von solchen Minen gelesen, aber in echt ist es etwas ganz anderes. Okay. Bis es da weitergeht, gucken wir dann doch mal hier. Oh. Das ist ein Förderband, ja? Sagt mir immer noch nichts. Laberst du da? Kommt er jetzt noch mit oder kommt er jetzt nicht mit? Bleib ganz ruhig, Amit. Ich bring dich hier heil wieder raus. Bewegung. Oh, das ging ja schnell. Revelio. Das war etwas mehr, als ich gewohnt bin. Ich bringe uns hier sicher durch, Amit. Du hast mein Wort. Nicht herumschleichen. Glaub mir. Wir werden beobachtet. Von einer Tür? Wir werden beobachtet. Von einer Tür?
Ich fühle mich wie eine Figur aus dem Abenteuerroman, die ich in den Sommerferien lese. Sehen wir uns um, Amit. Vielleicht finden wir irgendwelche Pläne. Hier sollten doch irgendwo Pläne sein. Bringe ein Dutzend Menschen zum Kämpfen. Die erledige ich alle. Menschen laufen immer weg, wenn sie mich sehen. Ein Bauplan. Sie errichten irgendetwas. Ich weiß nur nicht was. Seltsam. Sag mir, wenn du weitere Pläne oder Zeichnungen findest. Wir können nicht mit leeren Händen zu Lodgok. Revelio. Faszinierend, Koboldogak in Koboldhandschrift zu sehen. Diese Schnörkel sind wirklich außergewöhnlich. Revelio. Ich werde schon noch herausfinden, was sie hier unten bauen. Ja, deswegen sind wir ja hier. Das wäre ganz günstig. Revelio. Wenn ich das korrekt übersetze, und ich denke, das tue ich, bauen sie an etwas ziemlich Großem. Aber woran? Es muss hier noch mehr Notizen geben. Was könnten die bauen? Schon Schlimmeres überstanden. Noch ein Kessel. Der Ort Revelio. Ist größer, als ich erwartet habe. Noch ein Bauplan. Was haben Sie da vor? Egal was. Diese Mine ist zu klein dafür. Revelio.
hier. Kotrinko! Arresto momento. Akio! Rivelio! Huch. Rivelio. Rivelio. So kann ich ja nicht rausspringen. Teufelsschlinge. Das wird ewig. Wir dürfen uns jetzt nicht darin verfangen. Lumos. Rivelio. Rivelio.
Vertrauen verloren. Bist du im Moment? Gut, hier. Den Aufzug. Schon mal einen Aufzug. Das ist nicht gut. Sie bauen riesige Bohrer. Sogar zu groß für diese Mine. Verschwinden wir und erstatten Lodgok Bericht. Revelio. Nehmen wir noch den Aufzug, ne? Ich muss erst mal kurz durchatmen. Das war etwas zu viel für mich. Wir sind noch nicht draußen. Bist, Amit. Wir kennen jetzt ihre Pläne und können verschwinden. Alohomora.
Revelio. Jetzt können wir oben rüber zurück, okay. Wir sind fast draußen, Amit. Sieh mal, der Aufzug. Ein willkommener Anblick. Ich habe zwar auch nicht alles gesehen, aber egal. Ja, hau. Können wir darüber reden, was gerade passiert ist? Das war halb so wild, oder? Doch, war es. Ich fürchte, ich hatte genug Abenteuer für einen Tag. Vielleicht sogar für mein ganzes Leben. Danke, Amit. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Wenn es dir nichts ausmacht, muss ich jetzt mit Lodgok sprechen. Verstanden. Dann lasse ich euch allein. Ihre Koboldgeheimnisse sind bei mir sicher. Doch irgendwann schreibe ich ein Buch über dieses Abenteuer. Ja, mach mal. Ohne weitere Umschweife, lebt wohl. So, da wollen wir mal noch mit Lodgok sprechen. Sie bauen gigantische Bohrer. Wir haben ihre Pläne gefunden. Ranrok wird bestimmt nach den Behältnissen suchen. Ich fürchte, da haben Sie recht. Abgesehen von Schloss Rookwood weiß ich aber nicht, wo er zu suchen plant. Ich habe über noch etwas nachgedacht, was Sie draußen gesagt haben. Ja? Wenn Sie Ranroks Ansichten teilen, warum helfen Sie mir dann? Ich hielt Schloss Rookwood für verlassen, als ich mit meiner Suche begann. Ich hätte nie gedacht, dort eine Hexe anzutreffen in einer improvisierten Forschungsstätte. Sie hat so konzentriert gearbeitet, dass sie mich fast nicht bemerkt hätte. Als sie aufsah, dachte ich, sie reagiert mit Angst oder Verachtung. Aber sie tat etwas, was ich nie vergessen werde. Ohne eine Sekunde zu zögern, lächelte sie und bat mich, Platz zu nehmen. Sie sagte, sie sei Forscherin und zeigte mir einen kleinen seltsamen Behälter mit einem fremdartigen Symbol. Sie meinte, er sei aus Koboldmetall, aber konnte ihn nicht öffnen. Sie wollte zusammenarbeiten. Miriam. Ja, aber woher... Professor Hicks Frau. Er hat von ihrer Forschung erzählt und ich weiß von dem Behälter. Ah, wie ehrfürchtig sie von Kobolden sprach. Ihrer Intelligenz und ihren Talenten, damit hatte ich nicht gerechnet. Nie haben mich Hexen oder Zauberer mit so viel Respekt behandelt. Und, zu meiner Überraschung, ließ ich sie den Behälter untersuchen, wenn ich mich dafür im Schloss umsehen durfte. Wir trennten uns und sie versprach, ihre Erkenntnisse zu teilen. Mehr von Renrocks Leuten kamen und wir begannen zu graben und fanden schließlich das erste Behältnis. Renrock war erfreut über unseren Fund.
aber zornig, als ich ihm von Miriam erzählte. Ich sollte keiner Hexe vertrauen. Als ich hörte, dass sie tot ist... Du glaubst, Renrock hat sie ermordet? Ich will es nicht glauben. Aber ich weiß nicht. Danach veränderte sich etwas in mir. Ich hatte erlebt, wie die Macht der Behältnisse Renrock verwandelt hatte. Und alle anderen auch. Da konnte ich nicht länger mitspielen. Danke, Lord Gok, dass Sie mir das sagen. Ich sage Ihnen das, damit Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Renrock hat Brackbores Bücher nie alle gefunden. Aber aus den gefundenen ging hervor, dass Brackbore irgendwie ein Behältnis gebaut hat, das noch größer ist als das unter Schloss Rookwood. Ihre heutige Entdeckung beunruhigt mich zutiefst. Wenn Renrock erfährt, wo sich das Behältnis befindet, steht uns ein großer Krieg bevor, fürchte ich. Ich finde heraus, was Renrock weiß. Ich schicke meine Eule. Oha. Das hört sich nicht gut an. Das sieht ja noch spannender aus, wie ich dachte. Jo, dann bedanke ich mich für das Zuschauen. Das war ja wieder eine sehr spannende Folge. Meine nächste Besenaufrüstung wird noch beeindruckender als die letzte. Kommen Sie schnell bei Spindwitches vorbei. Okay. Ja gut, in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn es weitergeht. Bis dahin, ciao, ciao.